Hi Leute, grüßt euch. So, da sind wir wieder. Jetzt ist der zweite Teil. Wir waren ja im ersten Teil unterwegs mit einer Road King und im Comic-Style, wo wir so gesagt haben, was wir noch verändern würden. Das wird natürlich jetzt hier ein schwieriges Thema. Ne? Ich glaube auch, ja. Da ist nicht mehr allzu viel zu machen. Kelle, was machen wir heute mit dem schicken Ding hier? Heute stellen wir mal so ein bisschen was Endstufenmäßiges vor, würde ich sagen. Na, im letzten Video, die Road King Special, wer es vielleicht gesehen hat, wer nicht, noch anschauen auf jeden Fall, war eher ein Bike, wo wir eine Basis geschaffen haben, trotzdem Unikat, aber noch viel Luft nach oben. Bei dem Bike hier, würde ich sagen, ist nicht mehr so viel Luft nach oben, weil eigentlich alles, was du machen kannst, außer vielleicht jetzt Motor, Innentechnik, gefühlt schon gemacht ist. Ja. Also da sind wir jetzt wirklich ganz stark beim Thema heute Optik, Showbike. Ja. Ne? Natürlich kann man das Ding auch fahren. Eine Harley kannst du immer fahren und macht auch immer Spaß. Ja. Aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal näher drauf eingehen, sag ich mal, was diese Unterschiede sind zwischen krasser Optik oder krasser Performance. Ich glaube auch. Das ist nämlich, genau das ist ja der Gesprächsstoff, den man auch ständig hat. Ne? Ja. Du kannst dir halt ein Custom-Bike bauen, was unglaublich geil aussieht, was wirklich schön ist, aber was halt wirklich schwer zu fahren ist. Ne? Aber es hat beides seine Berechtigung. 100%, das ist eben die Marke und der Lifestyle. Ne? Ja. Aber also so aus meiner Erfahrung, gerade auch hier im Kundenverkehr bei uns, auch auf Open-House-Events kommen ja oft auch Leute vorbei, die vielleicht noch gar keine Harley fahren oder vielleicht noch gar kein Motorrad fahren. Und wenn du mit diesen Leuten sprichst und dann stelle ich immer die Frage, was wäre denn die Harley, die du dir holen würdest? Dann kommt eigentlich immer, gehen die mit mir durch den Laden und zeigen mir dann entweder eine Custom Fatboy oder eine Custom Breakout. Ja. Immer. Ja. Ich habe noch nie was anderes erlebt. Und das sind immer Bikes, die extrem umgebaut sind und nicht so easy zu fahren sind. Mhm. Wenn die Dinger rollen, rollen die. Aber ne, ihr wisst schon alle, was ich meine, denke ich. Und dann denke ich mir immer so, sobald du einen Führerschein hast oder mal verschiedene Modelle Probe gefahren bist, wirst du wahrscheinlich dann, wenn du wirklich viel fährst, vielleicht eher zu was anderem tendieren. Denke ich mir. Auf jeden Fall. Also ich hatte das ja auch tatsächlich bei mir. Ich hatte eine Zeit lang, Grüße an meine Frau, die war nicht so begeistert davon, ich hatte eine Zeit lang eigentlich zwei Bikes. Ja. Eine Heritage Software Classic, meine erste Harley und dann die Road Glide. Ja. Und dann bin ich lange die Heritage nicht gefahren, bin die dann wieder gefahren und dachte, Mario, wie bist du damit überall hingefahren? Ja. Weil wenn du Road Glide fährst, also zumindest ist das so mein Ding jetzt hier, da fährst du, ich bin nach Fark jetzt runtergefahren, das ist egal, ne? Das ist wirklich egal. Machst du Tempomat rein und gut, ne? Ja. Und bin ich auf die Heritage umgestiegen und dachte mir so, Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Also, das ist sehr rough im Vergleich. Ja, total. Ne? Ja. Aber das sind so die Themen, das ist ja das Thema heute. Genau. Da würden wir uns auch gerne mal, da würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns da mal so ein bisschen austauschen. Haut auch gerne mal in die Kommentare rein, welches Team ihr eher seid, Team Optik oder Team Fahren, ne? Oder Team Performance. Es gibt auch, es ist ja auch beides möglich. Es ist immer auch irgendwo kein Schwarz und Weiß. Ne? Ja, genau. Es gibt immer Grauzonen, es gibt immer Mittelwege. Ne? Aber ich denke, wir würden euch als erstes mal das Bike, wie es ist, vorstellen. Genau. Es war, sei noch kurz dabei gesagt, wir haben dieses Bike hier in Zusammenarbeit mit dem Audi-Zentrum Sänger in Bielefeld gebaut. Ja. Das heißt, zu diesem Bike gibt es auch noch einen Audi RS6, der in diesem gleichen Design ist. Das werdet ihr vielleicht auch schon sehen. Hier ist zum Beispiel ein RS6-Logo eingelasert. Mhm. Das Blaue von den Bremsen ist das gleiche wie das Blaue bei der RS-Bremse. Also es ähnelt sich schon sehr stark. Wir haben den RS6 auch hier. Wer dieses Video bis zum Schluss schaut, der wird auf jeden Fall auch noch mit einem kleinen Review vom RS6 belohnt. Vielleicht auch noch mit einem Soundcheck. Ja. Gut, ist jetzt Euro 6 oder was weiß ich, also erwartet nicht zu viel. Ihr kennt ja Harley Sound. Ja. Aber wir werden euch am Ende auch nochmal alles zeigen, gehen wir für euch nochmal raus in aktuell sogar Schnee. Und aber ich würde sagen, wir starten mit der Vorstellung vom Bike, oder? Legen wir los, ja. Perfekt. So, ich gebe euch eine kleine Vorstellung vom Bike. Ich kann nicht auf alles eingehen, weil ich wahrscheinlich selber nicht jedes umgebaute Teil kenne, weil hier wirklich so viel gemacht ist. Daher nur mal so ein grober Look und ihr lasst euch einfach von den Bildern so ein bisschen überzeugen. Wir haben hier einen HD Bielefeld Custom Heckfender, der wurde selbst von uns gebaut, mit eingelassenen Blinkern und auch Rücklicht. Du kannst mal einmal die Blinker zeigen, das ist ganz cool. Da haben wir, wie es auch beim Audi verbaut ist, haben wir hier diese Laufblinker drin. Ne, das ist, denke ich, schon eine Besonderheit, die sieht man jetzt nicht so häufig. Ne? Genau, dann, wenn man weitergeht, hinten Achscover, die Bremssättel wurden gefärbt, genauso wie hier auch eben die Endtöpfe von der Jekyll & Hyde Anlage, die dort dran ist. Auf der anderen Seite haben wir noch einen seitlichen Kennzeichenträger verbaut. Das Ganze hier mit einem Custom Seat, wo auch nochmal das RS6-Logo meets FXBR eingestickt wurde, dass man da auch nochmal so ein bisschen diese Verbindung eben mit drin hat. Genau, Jekyll & Hyde Anlage habe ich schon gesagt. Hier auch mit dem eingelaserten RS6-Logo, finde ich ganz cool. Motor wurde auch komplett hier geschwärzt mit den blauen Details, komplett schwarze Schrauben. Alle Teile sind schwarz, matt, sage ich mal, gepulvert. Dass es eben zu der Speziallackierung passt.
Na, die Lackierung ist genau so wie die Folierung von dem Audi, den wir euch nachher noch zeigen werden. Ne? Und hier dann nochmal als blaues Detail halt auch nochmal so ein bisschen Beleuchtung für den Motor mit drin. Finde ich ganz cool. Dann die Griffe, genauso wie die Fußrasten, alles in einem Stil. Also das ist wirklich eine schöne Linie. Um auf dieses Performance-Thema zu kommen, was man eben natürlich bei so einem RS6 mit drin hat, haben wir natürlich hier Brems- und Kupplungshebel verbaut, die einstellbar sind. Finde ich ganz cool. Genauso auch hier vorne nochmal was sehr Besonderes, eine geschwärzte Gabel, ne, dass wirklich alles blacked out ist, zu den Custom-Felgen passt. Ne, also ihr merkt schon, das ist viel zu viel, um das alles zu erklären. Aber man muss halt einfach sagen, die gesamte Linie, die Teile harmonieren schon gut miteinander. Ne, also es ist fast alles eigentlich geändert. Ja, ich denke auch vor allem das Thema ist auch, wenn man jetzt, ich hoffe, das kommt auf dem Video überhaupt so rüber, weil wenn man das jetzt wirklich in live sieht, ja, das steht wirklich wie eine Eins da. Ne? Ja, also das mag man immer nicht so meinen, wenn man das auf so einem Video sieht, das ist einfach nicht wie in echt. Wir packen euch noch so ein paar Clips hier drunter, wo man es vielleicht ganz cool sehen kann, aber das ist schon brutal. Ne? Ich würde sagen, wir springen wieder in unsere Sitze und quatschen noch mal ein bisschen drüber. So machen wir das. Perfekt. Ja, los, Kelle, wie schon im letzten Video, dann hast du den Vortritt. Was gibt es hier irgendwas, was du noch ändern würdest? Also grundsätzlich ist ja erstmal die Frage zu stellen, würde ich mir selber das Bike so bauen? Okay, stimmt, ja. Vermutlich nicht. Ja. Ich finde das Bike, wie es ist, sehr geil, aber es wäre wahrscheinlich nicht genau meine Vorstellung. Mhm. Was würde ich jetzt, wenn ich dieses Bike hier nehmen müsste, ja, oder dürfte, sagen wir eher, ne? was würde ich dran ändern, rein optisch? Wir lassen die Performance mal außen vor, darüber sprechen wir gleich separat. Ja. Eine Sache, die ich definitiv ändern würde, wären die Endkappen von der Abgasanlage. Zeigen wir euch mal ein Close-Up von, dann könnt ihr das besser sehen als jetzt hier auf dem Video. Ich bin nicht so ein Fan davon, dass die quasi so bläulich sind wie die Bremsen und so. Ich finde das an sich coole Details. Passt mir hier nicht so und ich bin generell kein Fan von diesen Endkappen von Jaclyn Hyde. Also da würde ich wahrscheinlich diese Slice-Kappen vielleicht dran machen. Ja, ja. Ich glaube, die würden dem Bike sehr, sehr gut stehen. Aber ansonsten vom Design, wie es geplant wurde, passt das schon. Ja, das ist echt ein schwieriges Thema, gerade bei solchen Teilen. Ne? Ja. Also ich meine Kleinigkeiten immer, aber ich hätte wahrscheinlich auch so ein paar Kleinigkeiten noch, die mir auffallen. Ne? Also ich bin nicht so der Blau-Fan, das ist einfach so mein Ding. Und ich bin halt, habt ihr schon vielleicht im letzten Video gemerkt, dass ich eher gerade so ein übelster Kotlin Ape-Fan bin. Ja. Ne? Auch bei einer Breakout oder bei einer Fatboy und sowas. Ich finde es einfach total cool. Ne? Ja. Und das ist so eigentlich mein Thema. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ne, das ist Endstufe. Also wirklich alles, was hier so steht, das ist schon wirklich krass. Ne? Ja, das ist so. Und wo man auch nie was verkehrt macht, ist natürlich, wenn man hier von Alex den Lack bekommt. Ne? Das von Ahali muss Design. Man so sagen, ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ja, dann würde ich sagen, sprechen wir eher um das Thema, was hier noch verbaut ist. Ja. Und ja, vielleicht kann man noch ein bisschen mehr darauf eingehen, welches Team du auch bist oder welches Team wir beide sind, eigentlich so eher Team Optik oder Team Performance oder vielleicht auch beides. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, da kann man eine ganz gute Überleitung schaffen, wenn man, sage ich mal, sich das Lenkerthema anguckt. Du sagst, bei dir wäre jetzt so Kotlin-Lenker das Ding. Das ist vielleicht auch immer eine subjektive Empfindungsthematik, aber ich muss sagen, bin jetzt schon einige verschiedene Breakout-Umbauten auch gefahren. Gerade auch jetzt hier durch diese Fotos, die ich hier mache, Videos, die ich hier mache, ist es ja schon oft, dass ich die Bikes hier halt auch bei uns im Gelände bewege hier und sowas. Und da sehr viele verschiedene Lenker-Varianten auf der Breakout gefahren bin. Und ich muss sagen, der Standard-Breakout-Lenker ist auch der Lenker, der auf der Breakout bleiben sollte. Okay. Vom Fahren her. Von der Optik her bin ich voll bei dir. Ja. Auf jeden Fall was Höheres optisch bei der Breakout. Mhm. Vom Fahren her finde ich das eine Katastrophe. Weil so wie eben der Radstand ist, wie die Gabel steht, ist das ein ganz komischer Hebel beim Fahren. Mhm. Wenn du einmal rollst und du fährst 10, 15, 20 km/h, das ist scheißegal. Ja. Ne? Aber dieses Rangieren, das Hin- und Herschieben, das langsame Fahren, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist auch ein Unterschied. Du bist ja recht groß, ne? Ja. Das kann ja vielleicht auch nochmal was ausmachen. Halt, definitiv. Ne? Je nachdem, wie du auch, was du für eine Sitzposition hast, welche Größe du hast. Ne? Ja. Weil, also, das kann ich mir auch vorstellen. Das war bei mir auch ein himmelweiter Unterschied, als ich einen anderen Lenker draufgepackt habe. Mhm. Gerade auch dann, welche Sitzbank du hast und sowas. Ne? Safe. Das ist ja, das sind ja immer so kleine Parameter, die einiges verändern. Dann, ja, ne? Ja. Also ich glaube, wenn wir da halt sprechen, Optik und Performance, ich finde, optisch sieht der Serienlenker gut aus, da kann man nichts sagen. Ja. Ich würde vielleicht irgendwie ein paar Riser verbauen oder so, die minimal das Ganze höher machen, aber auch nur für meine Körpergröße, dass ich eben nicht so mega weit nach vorne sitze. Aber ansonsten würde ich den so lassen, weil da sind wir schon beim Thema. Ich würde mich tatsächlich eher so ein bisschen bei der Kategorie Performance fahren ansiedeln.
Performance ist immer so ein blödes Wort, da denkt man immer an Leistung. Ja. Aber ich würde mich wirklich eher in die Schiene Fahren packen. Ne? Ja. Also so baue ich auch mein Bike. Ich möchte, dass das Bike gut aussieht, aber ich möchte vor allem, dass es gut fährt. Ja. Weil ich kann mir davon nichts kaufen, wenn das Bike schön dasteht. Bringt mir auch nichts, wenn ich drauf sitze und mir denke, Alter, ey, was ist das denn so? Ne? Ja. Ja, das ist immer das schwierige Thema. Also ich bin auch, eher Team Performance, Team Fahren. Aber ich finde es auch jedes Mal richtig schön und ich feiere die Leute auch, die ihre Bikes halt so krass umbauen, weil das macht es ja auch irgendwie aus. Ne? Das ist ja auch irgendwo eine Kunst. Ja. Ne? Also so ein Bike auf diesem Level umzubauen, das machst du nicht, weil du im Jahr 30.000 Kilometer damit fahren willst. Ne? Also generell, das ist ja auch ein bisschen eine finanzielle Geschichte. Ja. In so einem Bike fließt natürlich so ein massiver Betrag an Geld am Ende des Tages auch. Das kann sich auch vielleicht nicht jeder leisten. Ne, ey, da muss man ganz klar, ganz ehrlich sein. Ja, und vor allem, wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt das Bike, ne, dann gibt es noch das Auto dazu, dann bist du mal eben schnell bei so einem kleinen Einfamilienhaus. Obwohl ein größeres Einfamilienhaus. Ja, genau. Und das ist schon wirklich eine andere Nummer dann. Ne? Ja. Ich finde grundsätzlich, das ist noch ein interessantes Thema vielleicht. Das gibt es ja auch ganz oft in der Harley-Szene. Da scheiden sich ja auch super die Geister. Es gibt ja viele umgebaute, ich glaube, das ist besonders bei dem Thema V-Rod, Nitrod so. Ja. Dass du da halt oft dann irgendwelche Porsche-Embleme siehst. Jetzt sind wir hier mit dem RS-Emblem. Weiß nicht, hast du da eine Meinung zu? Findest du das eher so unangenehm, peinlich? Oder sagst du eher so, ey, muss ja jeder selber wissen? Also bei Porsche Nitrod ist natürlich eben da das Thema des Porsche Motors gegeben. Da das ja quasi wie eine Zusammenarbeit ist, dieses Bike, ist das, finde ich, völlig legitim und normal schon fast. Ja. Am Ende des Tages ist es mir sowieso egal. Also jeder drauf packen, was er will. Wenn er da ein Fiat-Emblem drauf haben will, dann soll er sich den Fiat Punto Harley-Umbau machen. So. Also mir ist es echt egal. Ich finde, es sollte immer so ein bisschen dezent bleiben. Mhm. Zum Beispiel jetzt hier ist es jetzt nicht so, dass wir ein riesen Audi-Logo drauf gemacht haben oder sonst was, sondern es ist zu erkennen mit so einem kleinen eingelaserten Schriftzug, dass das irgendwo mit dem R6 zusammenhängt. Auf dem R6 selber ist auch das Harley-Logo mit drauf. Aber ich finde, das ist alles wieder noch in so einer künstlerischen Basis. Ja. Durch Lack, durch Folie. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wie man das sonst auch von Automarken kennt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel BMW und ich nehme jetzt M-Performance-Parts und packe die komplett an meinen M2 dran, dann habe ich ungefähr 36 Mal M-Performance am Auto stehen. Ne, und das finde ich, das geht dann in eine Richtung, wenn ich jetzt eine Harley baue und ich packe da irgendein Firmenlogo drauf von einer Automarke und es geht in diese Richtung, dass ich wirklich hier ein Audi-Logo habe, hier ein Audi-Logo, da. Ja. Weiß ich nicht. Dann wird es unangenehm. Ja. Aber wenn man es geil findet, go for it. Ey, auf jeden Fall. Also ich bin auch eher so dann eher dezent unterwegs. Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, wäre ich jetzt der übelste Audi-Fan oder hätte sogar die Kohle, mir so die Kombination zu kaufen, warum nicht? Ne? Optisch macht das auf jeden Fall was her. Ich finde auch den Audi, das sieht echt verdammt gut aus. Ja. Ne? Hast du eine Idee, wie kam das eigentlich zustande? Habt ihr da irgendwie so ein gemeinsames, dass ihr ein gemeinsames Projekt gestartet habt? Das kann ich dir 100% gar nicht erklären, weil das Ganze ist schon so lange im Gange, weil das auch ein Neufahrzeug ist, der Audi. Und beim Auto ist natürlich nochmal ein längerer Prozess, bis so ein Auto dann wirklich am Ende dasteht. Das Ganze fing schon an, bevor ich hier überhaupt beruflich involviert war. Also zu der Zeit habe ich noch als externer Creator mit Harley Bielefeld gearbeitet und habe das schon so mitbekommen, dass da was passiert, aber ich war nicht in diesen Planungsprozess mit eingeweiht. Ich habe daher wirklich jetzt nur die Marketing-Foto-Video-Geschichte, wo das Ganze fertig war, übernommen. Okay. Ne, also wir sind da in sehr guten Kontakt mit dem Audi Experience Zentrum in Bielefeld halt, mit dem Husep zum Beispiel, dem Verkäufer. Und das ist einfach so eine Geben-Nehmen-Geschichte, dass man was zusammen macht und sich auf lokaler Ebene halt auch gegenseitig supportet irgendwo. Ne? Ich finde, das ist auch echt ein cooles Projekt. Ne? Man muss auch nicht immer gegeneinander arbeiten, sonst irgendwas. Also ich finde es echt schön, wenn man da echt kooperiert. Ne? Haben ja alle was davon. So sieht's aus. Top. Ne? Wie ist denn bei dir, wenn du jetzt mal überlegst, also Performance und Optik technisch? Du sagst, du bist ja auch eher so bei dieser Fahrenschiene. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Airride nehmen, wie ist da deine Meinung? Also ich muss dazu sagen, ich bin bis jetzt nur, ich hatte selber nie einen Airride. Ich bin ja auf dem Wilbers-Fahrwerk unterwegs und bin da mega zufrieden mit. Optisch finde ich es geil. Also ich finde es immer cool. Ich habe das auch schon oft gesehen, irgendwie bei irgendwelchen Leuten, die auch eine Breakout zum Beispiel haben und haben dann Airride vorne und hinten sogar verbaut. Das heißt, sie stehen dann und das geht jetzt runter. Mega, ne? Wie es zum Fahren ist, boah, da habe ich jetzt zu wenig Erfahrung. Das ist so ein bisschen gefährliches Halbwissen, was ich da eigentlich nur jetzt wiedergeben könnte, will ich nicht. Ich habe aber auf jeden Fall schon ein paar krasse Stories gehört, was das angeht. Also ich habe auch schon nicht nur von einem gehört, sondern von ein paar Leuten schon, wenn das Airride mal ausfällt, dann kannst du dann ganz schön ängstlich nach Hause fahren
und hoffen, dass du da nicht irgendwie über irgendwelche Schlaglöcher knallst, ja, oder Kleinigkeiten nur, sonst machst du ja halt alles kaputt, ne? Aber ja, wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen. Hast du da irgendwie schon Erfahrungswerte? Also ich bin noch nie eine längere große Strecke Tour mit einem Airride gefahren, das sei auch dazu gesagt, das ist auch immer sehr subjektiv, glaube ich, gerade auch, was ist dein Körpergewicht zum Beispiel, das macht, glaube ich, viel aus bei so einer Thematik. Das Ganze ist, denke ich, schon mittlerweile auf einem technologischen Stand, wo man sagt, das kann man fahren, klar, das ist jetzt nicht so, du setzt dich drauf und das ist voll scheiße, aber man muss ganz klar mal sagen, es ist nicht vergleichbar mit einem sehr, sehr guten, normalen Fahrwerk, finde ich. Also meine persönliche Meinung, wie gesagt, das ist jetzt keine technisch hinterlegte, bewiesene Geschichte, sondern es ist wirklich nur subjektiv mein Empfinden. Und ich finde auch optisch tatsächlich ein Airride ein bisschen zwiegespalten. Zum Abstellen vom Bike ist das eine geile Sache. Ja. Wenn ich den Fender hinten drauflegen kann, so wie hier, wir haben den Fender komplett selber gebaut, ne, den kannst du so nicht kaufen. Und wenn du dann das perfekt abstimmst, dann liegt das Ding halt auf dem Reifen. Ja. Das sieht brutal aus, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Ne, aber es ist halt immer die Frage, will ich, dass das Bike brutal aussieht, wenn es irgendwo steht? Oder will ich, dass es brutal aussieht, wenn ich damit fahre? Ja. Ne, weil eventuell, je nachdem, wie viel ich wiege, was es für Umstände gibt, was weiß ich, muss ich dieses Airride ja vielleicht relativ hochfahren. Ja. Wir können euch mal einen Clip einblenden, wie das Heck jetzt hier aussieht, wenn das Airride maximal hochgefahren ist. Ja. Und dann könnt ihr selber mal überlegen, wie ihr das findet. Mhm. Ne? Ich finde oft, habe auch schon noch Videos gesehen von Leuten, die dann ein Airride fahren, dass es beim Fahren manchmal dann tatsächlich sogar scheiße aussieht, weil du so einen Abstand hast. Ja. Ne, das ist so wie dann, als wenn du ein Auto fährst und du baust es komplett oben, Felgen, Schweller, alles, baust aber kein Gewindefahrwerk ein und das Ding steht wie ein Bus. Ja. Ne, und so ist es dann optisch manchmal da. Also das ist dann für mich wirklich eher sowas, abstellen, Fotos machen, ein paar Reels machen, cool. Ja. Aber ist dann die Frage, will ich jetzt cool aussehen, wenn ich pose? Oder will ich cool aussehen, wenn ich fahre? Ja. Wobei ich auch schon Leute gesehen habe, das ist mir auch schon oft aufgefallen, die Airride fahren, die stecken dann irgendwie 2, 3 Finger dazwischen und gucken halt, das ist dann deren Höhe. Ja. Damit die wissen, mit ihrem Körpergewicht und so weiter. Ne? Ja. Es wird ja wahrscheinlich wie immer. Ne? Das heißt, es kommt wahrscheinlich aufs Bike an, aufs Modell, auf dein Körpergewicht. Und da sind ja wieder die ganzen Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Ne? Aber ja, ich hatte, also wie gesagt, ich bin da jetzt mit Wilbers mega happy mit, ne? Und aber ja. Vielleicht da bist du natürlich voll in der Performance. Ja, ja, voll. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die vielleicht schon beides mal gefahren haben oder beides besessen haben. Oder, Vielleicht gibt es auch Leute, die vielleicht vorhin Airride hatten und dann umgestiegen sind auf ein anderes Fahrwerk, ne? Möglich. Oder andersrum. Das wäre mal interessant zu wissen. Also, wenn hier Leute dabei sind, die da Erfahrungen haben, wirklich auch längere, also vielleicht mal ein paar tausend Kilometer Airride gefahren sind, gerne mal einfach mal ein Feedback geben, weil wir können es nicht so gut beurteilen, wie vielleicht jemand, der lange damit gefahren ist. Ja. Und ich glaube, da ist auch eben der Punkt, wo sich das entscheidet. Generell bei jedem Teil am Bike entscheidet sich für mich danach, was habe ich damit vor? Wenn ich so ein Bike hier baue, das baue ich nicht, weil ich im Jahr damit 10.000 Kilometer fahre. Mhm. Also glaube ich zumindest. Naja. Würde ich jetzt nicht machen. Ja. Ne? Aber wenn ich weiß, ich fahre sowieso nur hin und wieder mal, habe gar nicht so viel Zeit zum Fahren, fahre auf dem Sonntag vielleicht mal 2 Stunden durch die Gegend. Ja gut, da kann ich auch mit dem Airride fahren. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn es jetzt nicht das Performance-Erlebnis des Jahres wird. Ja. Ne? Dann ist vielleicht cooler, wenn das Bike cool aussieht, wenn ich mich daran erfreuen kann und ich in meine Garage gehe, oder wenn ich einen stressigen Tag hatte und ich sehe mein Bike da stehen und es ist cool und ich freue mich darauf, ich stelle das vielleicht auf eine Messe oder so. Ja. Dann ist ein Airride absolut the way to go. Ich glaube, das ist ja auch wieder das Thema, ne? Wie du da Bock drauf hast. Und vor allem, du hast ja gerade das richtige Stichwort genannt. Wenn du so ein Typ bist, der voll Bock hat auf Messe und sowas halt, da gibt es ja auch wirklich, das ist ja auch eine eigene Szene nochmal in der Szene. Ne? Absolut. Ich bin da zum Beispiel ganz anders gestrickt. Ne? Ich muss nicht nach jeder Fahrt sofort gucken, oh Mist, da ist jetzt irgendwo ein kleiner Wasserfleck drauf oder so. Ne? Aber die Leute gibt es auch. Und die sagen halt auch immer, ey, das muss so sein. Ne? Ja, ja. Ja, ey, weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zum Audi und gucken uns das Ganze an. Ich glaube, das ist ein guter Plan, oder? Alles klar, machen wir. Dann sehen wir uns draußen. Machen wir. Perfekt. So Leute, wie angekündigt, jetzt sind wir hier draußen am Start und es schneit immer noch. Ist aber auch, glaube ich, eine ziemlich coole Optik fürs Video. Ich denke auch. Das passt und es ist natürlich Winter. Ne? Kelle, willst du noch vielleicht 1, 2 Sachen sagen? Wir haben jetzt das Auto hier geparkt, dass du uns mal kurz nochmal so ein bisschen abholst, ne? Was du gerade gesagt hast, zum Fahrzeug ein bisschen was. Und dann würde ich mir im Nachhinein die Kamera schnappen. Und dann, dass wir einmal so ein bisschen ins Detail gehen. Würde ich sagen. Also wie man sieht, wir haben hier das beste Winterauto, was man sich eigentlich so holen kann. Ja. Erstens Allradantrieb, zweitens Sommerreifen, also besser geht es eigentlich nicht. Und genug Dampf. Also genau, und genug Dampf. Ne, da kommst du, sage ich mal, wirklich aus jedem Schnellchaos rausgeballert. grundsätzlich ist das eigentlich ein Serien-R6. Ganz normal, neuestes Modell, Serienfahrzeug kann man sagen. Allerdings haben wir das Ganze halt foliert. Ne? Das hat der Alex gemacht von Neifer Foliendesign.
und hat es im gleichen Stil quasi foliert, wie wir das Bike lackiert haben. Ja. Ne, so werdet ihr gleich sehen, wenn wir so ein bisschen ins Detail gehen, dass sich halt gerade so gewisse Stilelemente wiederfinden. Mhm. Teilweise Stilelemente von der Breakout, die sich hier in der Folie vielleicht wiederfinden. Teilweise Stilelemente vom Audi, die sich auf dem Bike wiederfinden. Ja, ich finde diese ganze Geschichte auch ziemlich cool, weil es ist mir gerade auch erst eingefallen oder aufgefallen, was du jetzt gesagt hast. Ja. Das heißt, du hast einmal bei der Harley, hast du dann wirklich AHA-Design mit dabei. Hier hast du wieder dieses Folienthema bei dem Fahrzeug. Also eigentlich ist das ja sogar ja, aus verschiedenen Bereichen. Extrem. Ne? Also so viele Leute haben da mitgewirkt. Ja, ne? Cool. Polsterei Sedlak für den Sitz, ja. Alex Neifer für die Folie, ja. AHA-Design für den Lack, ja. Ne? Jacqueline Hyde Anlage und so. Also da sind so viele verschiedene Sachen mit drin, das schließt echt viel zusammen und das macht es dann nochmal cooler, weil viele Leute da viel reingesteckt haben. Ja, und vor allem, wenn man das jetzt mal so sieht, ne, natürlich ist das alles krasse Fahrzeug, aber ich finde es auch cool, dass das einfach so hier irgendwie in der Region erschaffen wurde, das Ganze. Hat irgendwie was. Ich finde es cool. Ja, im Prinzip ist es ja alles so am Ort fast. Ne? Also, um die Ecke hier. Genau, Alex sitzt direkt da vorne. Ja. Audi ist von hier auch nur, keine Ahnung, 3 Minuten mit dem Auto entfernt oder so. Also das ist halt super, super nah ersichtlich. Ne? Ja. Wer auch, sage ich mal, das Bike und das Auto mal live zusammen sehen will, aktuell ist es so, dass die Kombination bei Audi im Showroom steht. Ach, also jeder kann dorthin fahren und kann sich das anschauen. Die Sachen stehen nebeneinander. Dann könnt ihr wirklich mal für euch gucken, wenn ihr hier aus der Region seid, ob ihr diese ganzen Details mal so findet. Ja. Ne, das ist eigentlich ganz cool. Cool. Ja, bevor wir jetzt hier komplett einschneiden, würde ich mir mal die Kamera schnappen. Ja. Und dann schauen wir uns noch mal so ein paar Details hier an. Das ist ein Plan. Let's go. So, jetzt on the go. Ich zeige euch einfach mal so ein paar Sachen, wo ich denke, dass das vielleicht ganz cool ist. Paar Sachen jetzt spezifisch wegen der Folie, paar Sachen spezifisch einfach vom Auto, die ich persönlich cool finde. Was wir halt gemacht haben, wie gesagt, dieses gleiche Design. Es ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gespiegelt. Also ich glaube, auf der Breakout ist der schwarze Part vorne und der silberne Part hinten. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das sehr ähnlich. Ne? Du hast halt so eine Seidenmatte, eine Folie. Deswegen kommen halt gerade beim RS6 die Kanten und Konturen halt viel krasser raus wie bei diesem Serienlack. Also ist mir sofort aufgefallen. Und wir haben halt versucht, diese Stilelemente immer wieder aufzugreifen. Ne? Man sieht hier die blaue RS-Bremse. Ne? Und daher kommen diese ganzen blauen Details am Bike, hier unten am Schweller, vorne am Schweller. Ne? Und das macht halt nochmal super viel aus, finde ich. Ne? Dann haben wir hier so kleine Details. Das hatten wir ja schon beim Bike gerade besprochen, dass es eben vielleicht nicht so auffällig sein soll und jetzt hier nicht tausendmal Harley draufsteht. Aber wir haben hier eine kleine mattende Folie mit Harley Davidson Bielefeld. Einfach ganz dezent. Ne? Oben hier dann nochmal das Sänger-Logo. Auch die Heck finde ich, also so mit dem schrägen Bein-Shield-Logo, das sieht schon geil aus. Ne? Ja, also muss man schon sagen. Ich hoffe, das kommt wirklich jetzt auf der Kamera so rüber. Ne? Wahrscheinlich leider nicht. Ja, aber es sieht so brutal aus. Also das Ding ist halt ein Panzer. Ja. Das ist wirklich so ein riesen Kfz einfach. Ne? Ja. Und wenn man dann, sag ich mal, ins Detail geht, in den Innenraum, da ist natürlich alles Serie. Aber es ist trotzdem natürlich ein sehenswertes Kfz. Ne? Was ich immer geil finde, das sieht man jetzt vielleicht nicht so bei dem Licht, sind halt da diese Spotlights ne? Innen drin, Carbon mit Alcantara und sowas, das Lenkrad. Das ist schon ein sehr schönes Auto. Ne? Und das kriegt man dann zu der Harley dazu, ne? Wenn man die kauft. Genau, das wäre dann ein Geschenk. Nein. Also man kann das Ganze als Kombipaket holen. Mhm. Also wenn man sagt, ich bin jetzt wirklich ganz verrückt und möchte die Harley und das Auto haben, dann kannst du das als Kombipaket holen. Der Wagen liegt, glaube ich, bei ca. 180 und die Harley bei ca. 65, glaube ich. Also es sind dann wirklich schon stolze Hausnummern, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber wer das möchte, der hat dann natürlich eine Kombination, die sucht seinesgleichen. Ja. Ne? Das würde ich halt schon sagen. Wir hatten euch versprochen, wir machen noch einen kleinen Soundcheck. Erwartet nicht zu viel. Es ist halt, wie gesagt, ein Serienfahrzeug. Aber nur, dass man den Kontrast mal sieht, dass ihr auch mal merkt, dass so eine Harley mit einer Klappenabgasanlage um Welten krasser klingt als so ein Auto. Ist einfach so. Ich habe es auch gerade schon beim Umparken gehört. Ne? Das ist wirklich was ganz anderes. Das ist nichts. Ja, ja, ne? Also das ist mittlerweile mit den neuen Euro-Normen wirklich extrem. Ja. Ich habe mal ein Video gefilmt, wo beide Fahrzeuge nebeneinander waren und wir zwei Soundchecks gemacht haben. Das ist auch bei mir auf Instagram, glaube ich, online. Könnt ihr euch mal anschauen. Da hört ihr das extrem. Wenn du die Breakout anmachst und beide laufen im Leerlauf, du hörst das Fahrzeug nicht mehr. Also wirklich krass. Gar nicht. Ja, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, wir bauen einmal das Mikrofon um, dass ihr einen vernünftigen Sound habt. Und da machen wir noch einen kleinen Soundcheck und dann soll es das für heute gewesen sein. Ja, los. Perfekt. Also Leute, es wird langsam frisch.
wie wir es gerade gemerkt haben, der Sound ist es echt. Also ich finde es ein bisschen erschreckend, wenn ich so ich viel auch, Kohle ja. ausgebe ja, ja. und dann hörst du nichts. Aber gut, so ist es halt. Ne? Das ist halt Vaterstaat, sage ich mal. Ne? Das ist also, Vaterstaat. Das ist nicht Audis Verbrechen, würde ich mal sagen, ja. sondern ja, uns wird nichts mehr gegönnt von oben, sage ich mal. Ne? Das ist leider so. Ja gut, Leute, also das passt, denke ich mal. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Weiterhin eine schöne Weihnachtszeit. Wie ihr seht, ich hoffe, es gibt auf jeden Fall weiße Weihnachtswärme, was ganz cool ist halt. Ne? Meine ja. Kinder freuen sich immer dann sehr. Also beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und haut rein, Leute. Haut rein. Ciao. Oh my god.